Ja moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren ganz kurzen Apex Legends News Update. Heute geht's um einen beliebten Skin, der morgen wieder zurückkommt, um die Bangalore Edition. Ich möchte nochmal ganz kurz auf die PC-Mods eingehen und vor allen Dingen wird es demnächst wahrscheinlich, vielleicht schon in Season 11, eine neue Granatenart geben. Ist schon ein paar Tage alt, ich habe es bis jetzt aber leider nicht geschafft, da ein Video draus zu machen. Deswegen der Vollständigkeit halber möchte ich das jetzt noch nachreichen. Bevor ich euch zeige, welcher Skin zurückkommt und die Bangalore Edition, wer noch nicht weiß, wie die aussieht, ganz kurz. Ich habe in den letzten beiden Videos, wer die nicht gesehen hat, verlinke ich auch nochmal oben. Da geht es um PC-Mods. World's Edge After Dark, Team Deathmatch, sogar Kings Canyon Version 0, Kings Canyon Season 2 Version, World's Edge Season 3 Version logischerweise ohne Olympus, sollte klar sein. Da geht es um PC-Mods. Ganz wichtig, wer da so ein bisschen Bammel hatte und sagte, ich bin PC-Spieler, ich habe aber keinen Bock auf diese Mods und den ganzen Scheiß. Das ist eine Gruppe von Leuten, die machen das als eigenständiges Spiel. Das heißt, wir können das irgendwann, das soll gar nicht mehr so lange dauern, das soll schon sehr, sehr zeitnah sein. Wie gesagt, es ist immer noch nicht klar, ob Respawn oder EA da einen Riegel davor schiebt. Das ist ein eigenständiges Spiel, das heißt, das hat mit eurer Original-PC-Version nichts zu tun. Wir müssten uns quasi diese Apex Legends, sage ich mal, 2.0 Version eigenständig runterladen. Da gibt es extra Server, da könnt ihr in Ruhe mit euren Leuten spielen, Custom Lobbys, Solos wollen sie auch integrieren, alles so ein Spaß. Es gibt schon wieder mehrere Gameplays, die so ein bisschen zeigen, was man da alles machen kann. Es kann sogar sein, dass ihr, wenn ihr dann eine Lobby startet, so ein bisschen selber in der Hand habt, was die Legenden vielleicht für Fähigkeiten haben oder welche Modis ihr halt spielen wollt, Modi ihr spielen wollt, so rum. So, das jetzt einfach nur mal am Rande, also wer da keinen Bock hat auf diesen ganzen Spaß, der muss das nicht machen und wer PC-Lobby spielt, muss auch keine Angst haben, dass da irgendjemand auf einmal irgendwelche Mods benutzt. So, das nur kurz am Rande. Die Bangalore Edition soll wohl morgen veröffentlicht werden. Finde ich optisch eine richtig, richtig geile Edition. Es gibt wieder 2000 Apex Coins, es gibt eine Badge, es gibt einen Hammer Bangalore-Skin, wie ich finde. Ich finde, der sieht echt ein bisschen Power Ranger-Style aus. Finde ich ganz cool. Der G7-Skin ist auch nicht von schlechten Eltern und es gibt wieder so einen Waffencharm. Dann soll morgen ebenfalls dieses Recolor vom Face Walker zurückkommen, wahrscheinlich für 1800, vielleicht auch als Bündel. Kann ich euch nicht genau sagen. Und jetzt habe ich kurzes Gameplay für euch, eine neue Granatenart. Sieht der Thermitgranate sehr ähnlich. Es ist eine Cryo-Granate, eine Eisgranate. Ob die wirklich kommt, sie ist in den Gamefiles und ein Dataminer hat das, ich glaube es war Shrugtoll, der das entdeckt hat, hat das hier animiert, veröffentlicht. Sieht sehr geil aus, sehr interessant. Was könnte die Cryo-Granate alles machen? Steht natürlich noch nicht fest. Ich gehe davon aus, wenn wir einen Gegner treffen, wird die genauso wie bei der Thermitgranate sofort explodieren. Ich gehe davon aus, dass das die Gegner, die du triffst, verlangsamt, dass sie langsam irgendwie so ein bisschen einfrieren, sich noch langsamer bewegen können. Ich hoffe natürlich nicht, dass es so heftig ist, dass sie vielleicht kurz stehen bleiben, weil sie wirklich komplett vereist sind. Es herrscht auch die Theorie, dass man vielleicht Türen vereisen könnte, sodass man diese Tür nicht gleich aufbekommt, wenn man einen Gegner hinterher pushen will. Was für mich aber wenig Sinn macht, denn du schießt auf was Vereistes und dann zerspringt das in 1000 Einzelteile, ist zumindest meine Vermutung. Das sind alles bis jetzt nur Theorien, wie die Cryo-Granate funktionieren könnte. Gerne von euch in die Kommentare, wie kreativ seid ihr, was denkt ihr, was die Cryo-Granate noch alles kann. Es ist auf jeden Fall logischerweise ein Eiseffekt, Verlangsamung, Schaden auf Zeit. Ich weiß es nicht. Sind wir mal gespannt. Das war's schon wieder von meinem kurzen, hoffentlich News-Update. Ich freue mich wie immer über jeden Daumen nach oben. Aber wenn ihr neu seid, wenn ihr rund um Apex Legends nichts verpassen wollt, das war's von mir. Haut rein. Ciao.